So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Satisfactory. Ich weiß noch nicht, was ich heute mache. Aber es gibt ja immer was zu tun in diesem Spiel. Entschuldigung. Ich komme gerade von der Frühstückspause. Und damit, let's go. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir hier in der Nähe Eisenerz. Mhm. Überall hier, überall. Okay, sehr gut. Ja, die Bäume muss ich auch irgendwann mal wegholzen hier. Die gehen mir hart auf den Sack. Natur muss weichen. Ich hab gar keinen Game-Sound, Mann. Jetzt haben wir Game-Sound, lol. Ach nein. Guck mal, die falsche Taste. Aber ist das jetzt hier unrein? Oh. Unrein. Ey, dieses Vieh. Ist das normal? Was macht der da? Boah, ey, hallo? Nicht mich schubsen. Ich hab Joghurt im Rucksack. Hör auf. Sind das zwei oder sind das... Wie viel sind das jetzt? Aua, ah, es sind zwei. Lol. Tja. Es ist ruhig. Zu ruhig. Oh Gott, der kommt aus dem Nichts. Kommt aus dem Nichts. Besiegt. Ah! Bin nichts hier, Loser. Normal. Ist das eine normale Quelle dabei? Es sind zwei normale Quellen dabei. Na, dann führen wir die normalen Quellen zusammen, weil die machen ja 120. Ha! Ein Genie. Haben wir jetzt hier... Alter, warum verdrücke ich mich dauernd? Machen wir hier so einen Fusionator dran. Ist ein bisschen hoch. Können wir bestimmt noch ein bisschen niedriger machen. Es will einfach, dass ich schön baue. Okay, alles klar. Dann baue ich halt schön. Von mir aus. Bin der beste Schönbauer, den es gibt. Diese Katzen gehen mir hart auf den Sack. Was ist denn mit euch? So, schön, 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 schöner, schön. Bräuchten wir noch, also ja, wir bräuchten noch Strom, aber ich denke mal, wo ich Strom hinlege, baue ich erstmal den ganzen Scheiß und dann gucken wir uns nochmal den Strom-Output an. Nicht, dass wir uns gleich, wenn wir das hier anschließen, in die Steinzeit zurückbefördern. Das wäre ungünstig. Und die sind jetzt parallel, gut. Müssen wir mal kurz gucken. Wir machen jetzt 120 pro Ressource, ne? So, Stahlbarren. Die wollen 45 haben. Eisenerz und Kohle. 45. Oh, uns fehlen Rotoren. Ist ja kein Problem. Nee. Quatsch. Was mache ich hier? Mache ich hier überhaupt? Weg mit dir. Hier brauchen wir jetzt nochmal ein krasses Band. MK2. Und danach da. Oh. Nee. Da müsste eigentlich auch wieder ein normales Band reichen. Ja, scheiß drauf. Machen wir jetzt erstmal so. Und dann produzieren wir hier ein bisschen Stahl. Ach so. Wir können gleich mal Strom mitnehmen. Aha. Achso, vorher wollte ich ja gucken, wie es gerade mit dem Strom aussieht. Einmal über den ganzen Platz gespannt. Nicht schön, aber hässlich. Entschuldigung. Machen wir hier mal im geregelten Abstand einen Fusionator hin. Hier noch welche hinknallen können von diesen geilen Schmelzern. Wir wollen jetzt Stahlträger herstellen erstmal. Da brauchen wir 60 Stahlwaren. Mhm.
Aha. Mhm. Ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen, die Kohleminer unten zu übertakten. Ist sehr viel. Das kriegen wir gar nicht alles auf einem Band. Also wir kriegen 120 effizient hier an. 60. 30. Also können wir zwei wir können zwei Stahlrohre herstellen. Wir sind halt noch richtige Anfangs-Noobs. Zu Bänder hast du. Ich hab erst MK2-Bänder bisher. Ich habe ja erst angefangen. 120 pro Minute lege ich nur hier drauf. Auf die guten Bänder. Deswegen müssen wir hier ganz sachte mit der Stahlproduktion anfangen. Schön vorsichtig, nicht zu viel. Nicht zu viel auf einmal. Ganz, ganz vorsichtig müssen wir anfangen hier. Ganz vorsichtig. Schön. Jetzt liegt mein maximaler Konsum über dem. Aber theoretisch, wenn jetzt der Strom ausfällt, wenn wir den wieder anreißen, brauchen wir mindestens ein neues Kraftwerk. Weil der maximale Konsum über Maximalprodukt liegt. Ja, also die blaue Linie liegt über der hellgrauen Linie. Der maximale Konsum über die maximale Kapazität. Das ist kontraproduktiv. Das ist schlecht. Ja, ich meine, eine würde schon ausreichen, um das wieder, um das Verhältnis wieder zu drücken. Huch, bin ich hier runtergefallen. Toll. Ja, das ist der Anfang hier. Ne? Was soll ich denn machen? Ich muss auf jeden Fall mal Strom in den Griff kriegen. Das so Murin, dass demnächst hier alles ausfällt. Dafür habe ich ein ambitioniertes Lager. Ne? Ich stelle zwar wenig her, aber dafür ist mein Lager groß genug. Ich gucke mir erstmal meine Kohleproduktion an da hinten. Also meine Energie. Links. Bums. Und so. Ich habe, glaube ich, zwei normale Quellen. Zwei normale Quellen habe ich. So, einer frisst 15. Das heißt 2,30. Eigentlich könnte ich noch zwei hinbauen. Allerdings muss ich mir dann Gedanken machen ums Wasser. Weil das weiß ich, dass das nicht ausreicht, was ich hier hoch transportiere. Ja, die fressen ja jetzt. Die fressen ja jetzt 45. 45 mal 2 sind 90, 180, 270, 360. 360. 300 hat das Rohr nur Durchflussrate. Das heißt, mir fehlen 60. Deswegen brauche ich ein neues Rohr. Aber ist ja alles kein Problem. Also die zwei kriege ich auf jeden Fall angeschlossen. Ich brauche halt nur neues Wasser. Und eigentlich müsste ein Wassergenerator ausreichen. Halt auch wieder nur hochpumpen. Ja, nee, ich hab mir so gedacht, bevor ich die Kohle jetzt woanders hinführe, verarbeite ich die doch gleich hier. Warum nicht, ne? Also, es ist halt ein super Spot hier, weil du halt gleich hier Wasser hast und so. Die Pumpen hinstellen. Ja, mein Helm. Jetzt brauche ich erstmal Strom kurz, um Strom zu produzieren.
Schnell hoch. Ah, jetzt kommt langsam das Wasser hier oben an. Hopp. Pumpen machen ihre Arbeit. Oh ja, wir haben wieder ein Plus. Sehr nice. Ja gut, jetzt haben wir 8 am Laufen. Ja, ist jetzt auch noch nicht perfekt. Wir könnten doppelt so viel produzieren, wie wir verbrauchen, aber ja. Reicht erstmal für den Anfang. Warum läuft das hier voll? Das verstehe ich nicht so ganz. Wir machen doch jetzt 120 und wir verbrauchen auch 120. 30, 60 mal 2, 120. Obwohl, hier läuft es eigentlich straight durch, ne? Ja. Ne, ist schon richtig so. Hier läuft es straight durch. Raus damit. Neue Bänder freigeschaltet. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container and enhanced conveyor belt efficiency. Krass. Und die Dinger hier werden echt... werden okay produziert. Also ich hab mir das deutlich langsamer vorgestellt hier. Der ganze Bums. Aber eine, das ist jetzt nur eine Maschine, die produziert. Läuft doch ganz gut. 15 pro Minute sind halt auch gar nicht so wenige. Zumindest wenn man jetzt, ich sag mal, nur fürs Lager produziert. Ist eine Maschine eigentlich völlig ausreichend. Natürlich, wenn man jetzt krass viel Produktion gerade baut und so. Und viele von den Dingern braucht für Dreierbänder, dann sollte man schon einiges auf Vorrat haben. Also hier die ganze Weihnachtskacke, das lohnt sich, glaube ich, alles nichts mehr. Das brauche ich gar nicht erst anfangen hier. Dann alles weg. Also ich habe noch ein bisschen Biomasse, ne? Für Notfall. Für Notfall habe ich noch ein bisschen Biomasse. Falls wir wirklich mal einen Stromausfall kriegen, ist das hier eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man das mal auf Heide liegen hat. Also wir machen ja, es macht ja schon Ressourcen. Du brauchst für das Rezept eben Koks und keine Kohle. Hier steht Kohle. Nicht Koks. Hier steht 2 Kohle. Und weil da eben Kohle steht, ist es ja so interessant. Also pass auf, wir machen ja aus einem Eisenerz, machen wir einen Barren. Die Umrechnung ist ja 1:1. So. Also heißt dieses Rezept eigentlich für mich, ich mache aus 40 Kohle und 40 Eisenerz, machen wir 60 Stahlbarren. Das ist eigentlich gut. Das ist der einzige Schritt, der noch hinzukommt, ist, dass wir das Eisenerz vorher schmelzen müssen. Es ist schon eine gute Alternative. Also ich brauche jetzt keinen Eisendraht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Draht ist nie so ein Problem. Kupferminen gibt's und aus einer Kupfermine Draht herzustellen ist jetzt nicht das Ding. Muss jetzt kein Eisen dafür verschwenden. Das ist völliger Quatsch, finde ich. Aber das hier, darauf könnten wir eigentlich jetzt schon am Anfang, weil wir haben jetzt eine Stahlbarrenproduktion. Die ist nicht sehr groß. Die könnten wir jetzt mit MK2-Minern komplett umbauen, um auf dieses Rezept, also umzuschulen alles. Zack. Ich glaube, das macht Sinn. Nehmen das jetzt. Ja, die Rezepte, klar, kommen die öfter. Aber ich wollte halt jetzt für meinen aktuellen Spielstand wollte ich das beste Rezept auswählen, was mir jetzt am meisten bringt. Und ich denke, dass wir da mit der Stahlproduktion ein
guten Hit machen. Ich würde jetzt einfach alle, die drei Miner, die ich hier habe, würde ich jetzt einfach mal upgraden. Dann neue Bänder platzieren und dann den Bums hier revolutionieren. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Heute krass in die Stahlproduktion reingegangen, aber jetzt zum Schluss nochmal ein krasses neues Rezept freigeschaltet. Deshalb werde ich hier den ganzen Bums, es ist ja noch nicht viel, alles nochmal abreißen und beim nächsten Mal nochmal besser bauen mit dem neuen Rezept. Und ja, das wird, denke ich mal, sehr produktiv werden, hoffe ich. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.